Hi Leute und willkommen zurück zu Vampire. Wir haben im letzten Mal ja unsere eigene Schwester gebissen, sind aus einem Massengrab gekrochen, wurden verfolgt und haben jetzt so ein Haus gefunden. Und wir können jetzt unsere erste Fähigkeit verbessern. Und wir sollen als erstes die Autophagie benutzen. Das ist nämlich das hier und da steht: Du verbrauchst dein eigenes Blut in deinem normalen und angesammelten Schaden sofort zu heilen. Und deinen normalen und angesammelten Schaden sofort zu heilen, okay? Machen wir das nochmal. Autophagie. Wähle die erste Stufe der Autophagie aus und gib eine ausreichende Menge EP aus, um sie freizuschalten. Ah, okay, durchhalten, okay. Okay. Der Vampir nutzt die Kraft seines Blutes, um normalen und angesammelten Schaden zu heilen und die Regeneration seines Fleisches, seiner Nerven und seiner Knochen zu erhöhen. Mit der Zeit kann diese Vampirfähigkeit sehr mächtig werden und so manchen unvorbereiteten Vampir ja übertrumpeln. Cool. Wir glauben, dass Vampire unsterblich sind. Das ist wahr. Aber wenn man ihrer unnatürlichen Regenerationsfähigkeit ein Ende setzen kann, sind sie schwächer, als man denken würde. Können die das unterbrechen, diese Fähigkeit? Interessant. Ja, Zeug. Entwicklung. Du hast genügend EP, um eine Angriffsfähigkeit freizuschalten, dafür in D. Wähle eine aus. Okay, dann können wir das ja mal klauen. Ein Schlag mit kurzer Reichweite, der alle Lebewesen vor dir aufschlitzt. Cool. Blutspeer. Du wirfst einen Speer aus Blut, der Gegnern vor dir durchbohren. Okay. Vor mir durchbohren kann. Schattennebel. Du erzeugst eine Schattenwolke an deinen Füßen oder denen deines Ziels. Nach einer kurzen Zeit explodiert die Wolke und verursacht schweren Schaden. Macht die mir selber auch Schaden? Ist ja ein bisschen doof, oder? Ich finde den Blutspeer eigentlich ganz cool. Kostet auch am wenigsten Blut. Nehmen wir den doch einfach mal. Sehr schön. Blutspeer, aggressiv. Der Vampir verwendet sein eigenes Blut und schleudert es wie ein Speer vor sich. Diese Art von Kraft muss für einige Vampire lange Zeit kanalisiert werden. Ist jedoch auf weite und mittlere Distanzen absolut tödlich. Für Vampire, die den Nahkampf meiden möchten, stellt sie ein mächtiges, übernatürliches Werkzeug dar. Wenn du dem Angriff eines Blutsaugers nicht entkommen kannst, dann versuch zumindest den Mund geschlossen zu halten. Okay. Das Bild sieht cool aus, ne? Nice, nice, nice. So, zurück. Bestätigen. Will jetzt ausruhen, um deine Auswahl zu speichern. Oh, okay. Kapitel 1, Quarantäne. Stelle Nachforschung zu deinem neuen Zustand an. Finde heraus, welcher Vampir dich geschaffen hat und konfrontiere ihn. Ist klar, zwei neue Aufträge. Ewiger Durst, erreiche Northbank. So, hier hatten wir schon übergeguckt, hier war nichts. Was lesen? Nee, nicht nochmal. Alles klar. Oha, wer redet da? Oh nein, sind die unten? Haben wir kein Messer mehr? Moment. Doch, Hauptland, linke Maustaste. Passt. Was geht nur, wenn wir hier wirklich. Flaschen Alkohol? Haben wir die nicht schon gesammelt? Warte mal, die Frau ist weg. People want me dead. I need to leave now. Warum ist die Frau hier weg? Ah, da können wir raus. Here's the leech. Here. Cool, wir können es an höhere Orte porten. My head's spinning. Alles klar, gucken wir uns mal hier um.
Das können wir nicht lesen. It's locked, all right. Okay, dann gehen wir direkt nach unten. So, dann machen wir ihn halt kalt. Ist mir egal. Oh, hier ist noch was. Abgenutzter Pflock. Nebenwaffen. Nebenwaffen können durch Drücken von der rechten Maustaste verwendet werden. Mit ihnen kannst du spezielle Angriffe ausführen, die Ausdauer verbrauchen. Okay. Ah, jetzt haben wir beide Waffen in der Hand. Sehr, sehr nice. So, haben wir noch irgendwas? Irgendwer wird gesucht oder was? Nö. Der ist einfach nur mehrmals aufgehängt hier. Okay, haben wir noch irgendwas? Sieht nicht so aus. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. It's locked. Von dieser Seite kommen wir auch nicht durch. Gibt's denn irgendwas, wenn ich das kaputt mache? Würde mich halt gut mal interessieren. Drücke rechts Maus, um deinen Pflock zu verwenden und Schockschaden zu verursachen. Du kannst einen gestochenen Feind beißen. Wie beiß ich denn? T und G. Was ist T und G? Die, Vermin! Nebenwaffenangriff, rechte Maustaste. Achso, das ist einfach nur, dass ich das sehe, oder? So, drücke F, um einen geschockten Gegner zu beißen. Durch den Biss erhältst du Blut, das für Fähigkeiten verwendet wird und deinen Gesundheitsbalken auffüllt. Ja, nice. Den beißen wir doch direkt. Muss ich gedrückt halten? Ich mach das einfach mal. Komm mal her. Da du nun Blut hast, kannst du 2 drücken, um deine Vampirfähigkeit zu entfesseln. Oh, der Ärmste. Das wollte ich nicht, Junge. Zappe nicht so ab. 2 ist also meine Vampirfähigkeit. Was habe ich getan? So, 2 ist dieser Speer und 1 ist heilen, ne? Oder nicht? Keine Ahnung. Könnt ihr mich unterbrechen, während ich sauge? Ja, komm mal her. Every single and every fiber of my being is a fire. Ja. Dich fressen wir auch komplett auf. Was hast du jetzt davon? Wow. Oh, wow. Feuer mögen wir nicht, haben wir gesagt. Na komm, beißen wir dich halt. Messern wir dich. So, können wir noch irgendwas machen? Wow. Der kann uns mal... Wow, wow, wow. Na komm. Fressen mich doch einfach mal auf. Oh, wow. My strength. My reflexes. Ja, das kriegt ja kein Mensch mehr. Oh, wir können Sachen mitnehmen. Alle Taschen. Haben wir hier noch was? Jawohl. Wir hätten auch mal 2 nützen können. Aber unsere Regeneration lädt sich auf. Das ist schon ganz gut. Nicht wundern, falls der Sound ein bisschen anders ist als sonst. Ich habe das Mikrofon mal woanders stehen, weil ich brauche jetzt meine Tastatur. Dann kann ich am Controller spielen, wie sonst immer.
Quarantäne, ansteckende Krankheit. Darf die Quarantänezone ohne schriftliche der lokalen Gesundheitsbehörden betreten oder verlassen. Autorisierten Angestellten der dürfen dieses Schriftstück verändern, zerstören oder entfernen. Gegen diese Regel verstößt Regelung verstößt, muss Strafgebühren entrichten. Aha. Okay. Ist also eine geplante Quarantänezone. So, suchen wir doch mal den Vampir, der uns gebissen hat. 116 Meter. Was haben wir hier? König und Vaterland brauchen Sie. Schließen Sie sich den britischen Truppen an und helfen Sie unseren tapferen Jungs an der Front. Your King and Country needs you. Okay. König und Vaterland brauchen Sie. Schließen Sie sich, helfen Sie. Oh, ja, das gleiche nochmal, nur in kaputt. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Alles klar, gucken wir doch mal, was finden wir. Ich glaube, hier sind wir falsch, aber optionale Wege sind auch immer ganz gut. Wir können darüber. Machen wir doch mal. The dizziness from the jump. I can now control it. Ich glaube, das ist sogar der richtige Weg. Vielleicht sollten wir erstmal doch wieder zurück. So. Was haben wir denn hier? It's locked, all right. Okay, verschlossen. Ein Ratten fressen. Können echt Ratten fressen, wow. So, was ist hier? Geld? Was können wir mit Geld eigentlich machen? Enter. Schon irgendwelche geilen Waffen oder sowas später kaufen. Da freue ich mich auch schon drauf. Okay. Ich weiß nicht, wofür Ratten gut sind. Wahrscheinlich auch einfach nur für Blut bekommen. Ich weiß nicht, ob das negative Auswirkungen hat. Wäre auf jeden Fall ganz cool. So, kommen wir rein. Nein. It's locked. Nein. Alles, was rot ist, können wir scheinbar nicht durch. Okay, wir sind kurz vor unserem Ziel. Da ist nichts drin. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Haben wir noch irgendwas hier? Ich sehe nichts. Also nicht wirklich was. Keine Kleinigkeiten, die man irgendwie aufsammeln kann, wenn man mal andere Wege geht. Vielleicht soll das auch noch nicht sein. Oh. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. V-Sinne. Wechsel zwischen deinem Vampirsinn. Fresh blood. Kostet mich das Energie? The smell is so strong. Ich glaube nicht. Aber ich möchte mich hier erstmal noch kurz umgucken. Ah, hier ist doch noch was. Aluminiumfragment und Schmiermittel. Diesmal hat sich das wirklich gelohnt, mal woanders hinzugucken. This is a slaughterhouse. It's locked, all right. Hm. Kann ich das aufmachen? Mit einem Messer? Nee, schade. Brauche ich wahrscheinlich Fähigkeiten für, die ich noch nicht habe. Na gut, dann gehen wir nochmal nach oben. Ah, in der Zeit kann ich nicht kämpfen. Oh ne, kann ich es auch nicht, okay. Something dire must have come about. Können diesen Spuren folgen. There is no one in sight. Ich würde aber gerne lieber nochmal mich ein bisschen umgucken und nicht den direkten Weg laufen. Dass wir noch irgendwas Cooles verpassen oder sowas.
Nee, hier kommen wir nicht durch. Hier ist zum Beispiel noch was. Schrauben und Schmiermittel. Mhm. Hier ist nichts. Ah, das können wir nehmen. Hätten wir es vorhin auch schon nehmen können? Ich habe nicht richtig hingeguckt. Aber okay. Wir gehen grob mal den richtigen Weg, aber halt nebenbei mal so ein bisschen umgucken. There's nobody here. Nee, vergittert. Schade. Hier können wir gar nicht rein. Gucken wir doch mal unsere Sinne. Wir sollten da lang, ne? Where is everyone gone? Wir können da oben hin. Kann ich mich da hochporten? Ja, kann ich. Sehr schön. Unterschlupf. Du hast einen neuen Unterschlupf gefunden. Hier kannst du deine EP verteilen, während du dich ausruhst oder Gegenstände am Arbeitstisch herstellst. Ah, du kannst Sachen herstellen. Haben wir hier irgendwas? Alle auffüllen? Nee. Können wir Sachen herstellen? Was haben wir denn so? Nicht viel. Herstellung. An Arbeitstischen kannst du Folgendes herstellen. Medizinische Behandlung, um kranke Bürger zu behandeln. Ersera, um dich selbst zu stärken. Waffenaufwertung, um deine Waffen zu verbessern und anzupassen. Aha. Herstellen. Ich weiß nicht, ob das schon funktioniert, weil es rot ist hier. Naja gut, lassen wir das erstmal. Hier können wir unsere Fähigkeiten verbessern. Wir haben aber erst 500 EP. Ich weiß nicht, ob das reicht. Deswegen würde ich sagen, warten wir noch mal ein bisschen. Teil eines gewöhnlichen Griffs, Teil eines gewöhnlichen Abzugs. Aha. Nice. Gut, gehen wir erstmal wieder raus. Zack. Wenn es da Fallschaden gegeben hätte, dann wäre ich durchgedreht. Weißt du, ein mächtiger Vampir und dann gibt es Fallschaden. Das wäre witzig. Unbekannt. Qualität des Blutes unbekannt. Gehst verstecken. Das Details. Moment. Ah, okay. Und gehst verstecken. Achso, das ist die Anzeige. Wir müssen auf jeden Fall durch. Problem ist nur, können wir erstmal als at last a little life. Welcome sir to the turquoise turf. Not long ago this Tokyose Turtle Club. Okay. Können wir uns was bestellen? Oh God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is gonna be another long night. Okay. Wir können eine Nacht. Ich suche nach jemanden. Das war's. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. A last ray of light in this dangerous part of town. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Ah, weiß also, dass irgendwas anderes sein muss. I'm looking for someone who might have passed through here recently.
wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Okay. Schöne Infos, so. Was mit ihm? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Alles klar, dann gehen I'll leave you to your bottle then. So, haben wir noch irgendwas? Kann mit der Frau noch mal reden? Ja, sonst ist ja nichts okay. Reden wir doch mal. Was hat sie zu sagen? Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning, drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Alles klar. I'll leave then. Thank you. So, dann kommen wir uns gleich... Wow, ein Maus. Ich noch mal am besten, wir können ja noch mal kurz unsere Fähigkeiten benutzen. 1500 EP.
Können wir auch gebrauchen, oder? Sie ist auf jeden Fall gesund. Ist ein bisschen erschöpft und der ist auch... Oh, ich würde die am liebsten alle aussaugen. Ich weiß noch nicht, ob das clever ist. Können wir hier lang? Ja, aber hier ist nichts. Schade. Dann gehen wir erstmal nach oben und vielleicht saugen wir die alle gleich aus. So, erste Tür haben sie gesagt. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm. Sayeth the vampire. Present yourself! I need a word. With anyone. That's something I can do for you. Alter, das Kreuz macht uns richtig fertig. Wo ist die Frau, die da gerade noch gesprochen hatte? And who might you be? Wer ist Erden Personenkreis? Keiner Qualitätsblut. 6000 EP, wow. Das ist eine Art Endgegner für uns. Ah, das sind die Leute aus der Bar. Er ist irgendeine Organisation scheinbar von der Kirche. Stütze. Das sind hohe Tiere aus der Kirche? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone, is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Was sind wir denn? Das ist nicht real. You can't be serious. I'm not a... No. I can't be a vampire. Sir, believe me, this is very real. You are a vampire. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Okay. And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Kann ich ihn als Verbündeten haben? Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Hmm. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again.
Ich weiß nicht, ob er das wirklich will. Irgendwann mache ich ihn fertig. So, aber wo ist die Frau jetzt hin? Übrigens, du hast verfolge den Mörder. Achso. Oh, Moment. Können wir noch was klauen? Mich interessiert das überhaupt nicht, okay. So, hier ist aber auch kein. Die Frau ist einfach weg. Unglaublich. Da haben wir noch irgendwas. It's locked, all right. Nee, hier kommen wir nicht rein. Ja. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Part gucken wir mal, ob wir die ganzen Leute aussaugen können unten, weil ich will ein bisschen stärker werden. Und ja, klingt erstmal nach einem Plan. Ich hoffe, der Typ hier oben mischt sich nicht ein. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.